So, jetzt werden wir uns den LKW kaufen. Ich werde ihn vor euch konfigurieren. Aber wir brauchen auch noch was anderes, nämlich ein Forstgerät. Und zwar hier die Baumsäge. Diese Maschine schneidet Baumstümpfe. Die brauchen wir, damit wir bei den Schafen die Baumstümpfe wegmachen können. Und dann eben auch unser Bauprojekt weitergehen kann, damit wir dort eben unsere Gebäude bauen können. So, der Phoenix kostet uns 140.000. Ich habe gerade irgendwie nochmal Geld gekriegt. Nee, Quatsch, wir hatten ja noch 40.000. Also alles gut. Der Phoenix Tatra kostet uns 140.500. Der ist passt. Dann brauchen wir noch dann natürlich einen Kipper. Und zwar nehmen wir da der BSM-Trailer. Der ist nämlich der größte, ja. Der passt 70.000 rein. Designfarbe diese, Felgenfarbe diese. Oversize, nein, wir spielen lang. Breitreifen. Ne, machen wir Standard. Der kostet uns 99.350. So. Was brauchen wir denn jetzt im Moment noch? Und jetzt hat er doch die falsche Farbe. Mann! Naja. Eigentlich habe ich gedacht, wir kriegen den in Schwarz. Im Moment brauchen wir nichts. Jetzt müssen wir das Equipment wegbringen. Und zwar schnell, bevor der Shop wieder. Nicht den neuen LKW schrotten. Bevor der Shop wieder schließt. Das wäre doof. Guck mal gerade, was die Tanke hier für einen Preis will. Für einen Liter Diesel. Eins fünf ist sehr günstig. Nein! Nein! Alter! Nein! Gerade sage ich, wir müssen schnell die Sachen rausbringen. Ah, geht das Tor vor meiner Nase zu? Warum machen die schon um 17 Uhr zu? Was soll denn das? Mein LKW. Ich sehe ihn nur durch Gitterstäbe. Ah. Also das ärgert mich jetzt. Aber jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich wollte doch eigentlich. Ah ja, okay, das habe ich gemacht. Zumindest richtig konfiguriert habe ich ihn. 1,05 Euro. Würde ich sagen. Wir schauen mal kurz, was die anderen Tankstellen so wollen. 1,09 Euro. Und hier erkenne ich es irgendwie nie. 1,14. Oder? Okay, 1,14. Haben wir noch irgendwo eine Tanke? Nee. Also 1,5 ist definitiv das günstigste. Dann schnappen wir uns mal gerade den Fast Truck. Holen unser Tankfass. Ey, geht die Schranke vor dem Shop vor meiner Nase zu? Hätte ich den nur abgestellt, hätte es wahrscheinlich gereicht. Und so haben wir die A-Karte gezogen. Naja. Wir fahren mal schnell zur Tankstelle. In der kurzen Zeit, wo wir jetzt den Fast Truck geholt haben,
ist der Preis wirklich um 2 Cent gestiegen. Das ist auch unglaublich. Ich habe nur mal kurz das Tankfass geholt. Und zack, ist der Preis oben. Naja. Wenigstens geht in das Fass, glaub, 5000 oder so rein. Nee, knapp 4000. Schade. Dachte, da ging hier mehr rein. Aber der Preis ist, glaube ich, trotzdem noch der günstigste, den wir gerade haben. 1,9, ja. Und hier. Wenn das stimmt, immer noch 1,14. Ich erkenne hier sonst keinen anderen Preis. Da steht auch nichts. Oder gibt es da noch eine extra Tankstelle für uns? Nö. So, der ist voll. 3750. No. Hallo? Warum konnte ich jetzt nicht mehr fahren? El Traktor auch noch gleich tanken. Extra. Die größere Version von dem Traktor wäre auch ein nettes Geschenk. Man kann mal gucken. Wo ist er denn? Hier. Wie viel PS hat denn der in der Max-Ausführung? 310. Ist leider ein bisschen wenig. Ich mag den Fast Truck, der ist nämlich so schnell. Naja, gut. Dann machen wir uns jetzt mal wieder auf den Rückweg. LKW. Hallo? Will der mich hier rechts überholen? LKW können wir ja gerade nicht rausholen, also werden wir gleich mit dem anderen Traktor noch zu den Schafen fahren. Und dann geht's da weiter. So, mit dem Valdra S-Series sind wir bei den Baumstümpfen angekommen. Dann machen wir die mal weg, weil die stören uns später auf jeden Fall beim Bauen. Maschine anstellen und absenken. Dann sägt er ein bisschen. Und wenn er aufhört, dann ist der Baumstumpf weg. Müsste heißen, dann ist diese Fläche für uns frei bebaubar. Ups. Naja, machen wir halt erst den da hinten. Das war geplant. Wenn ihr hohe Baumstümpfe habt, müsst ihr die Säge eventuell, genauso wie hier, nochmal verstellen. Damit der ganze Baumstumpf weg ist. Wenn ihr damit ein bisschen gearbeitet habt, dann versteht ihr das auch. Dann ist das alles kein Problem mehr. Der nimmt normal auch so kleine Holzschnipsel, die rumliegen. So wie jetzt. Die könnt ihr damit auch vernichten. Ist vielleicht nicht so gewinnbringend, aber ihr habt dann eben Ruhe. Gut. Das war's mit dieser Maschine. Dann können wir uns jetzt eigentlich an unser Hauptziel machen. Ja, nämlich an das Gebäude, was hier hin soll. Das ist nämlich, sind nämlich zwei platzierbare Objekte. Zum einen das Ballenlager. 38.000 kostet es. Ich hoffe mal, das passt hier hin. Nein, da sind Trigger im Weg. Och, das habe ich jetzt mir so schön ausgemalt. We'll be right back.
So, jetzt aber. Ja, ziemlich glatt aneinander gebaut. Das passt genau. So haben wir nämlich keine Probleme, da mit einem Anhänger einfach längs zu fahren. Der Höhenunterschied geht auch klar. Sieht doch gut aus. Das ist nämlich unser Bauprojekt gewesen. Zumindest hier jetzt für den Moment. Und dann können wir auch gleich noch... Also die Baumfräse muss natürlich weg. Das Lager gleich schon ein bisschen füllen. Moment, wir können ja hier auch... Warte mal. Nee, doch. Nee. Wir stellen die Baumsäge nebendran. Und dann holen wir uns mal den Ballenwagen. Die Dolly haben wir ja zum Glück noch da. So. Wer den Mod noch nicht kennt, sehr zu empfehlen. Weil er einfach sehr schön ist und alles ordentlich hinterlässt. Also da könnt ihr wirklich Ordnung auf eurer Map schaffen. Und es geht auch ganz easy. So, erstes Mal gucken, ob da hier, ob das hier auch funktioniert. Ihr müsst den Anhänger ungefähr auf die Markierung stellen beim Abladen. Dann drückt ihr B, bis die blaue Markierung hier ist. Und dann drückt ihr einfach Z. Und das Coole ist, es wird dann einfach alles direkt einsortiert. Hier seht ihr, wie viel Grasballen ihr drin habt. 20 Stück, A 4000. 88 habt ihr noch Platz. Das ist nice. So, dann haben wir nämlich hier nochmal den anderen Anhänger, den Aufleger. Da müssen wir das Wasserfass mal noch... entladen. So, das holen wir jetzt runter. Ist leer. Das heißt, wir müssen irgendwo, ups, mal noch gucken, wo wir das dann auffüllen können. Eigentlich bei uns zu Hause. Aber vielleicht gibt es ja noch irgendwo eine Möglichkeit. Das stellen wir jetzt einfach mal hier rein. Dass wir hier Ordnung hinkriegen. So, und jetzt einmal umdrehen. Ohne die Felder zu beschädigen. Das ist oberstes Credo. Und der Sonnenuntergang begrüßt uns auch schon. Jetzt müssen wir noch kurz den kleinen Lader hier holen. Und die Wolleballen einsortieren. Für sauber machen muss immer ein bisschen Zeit sein.
Produktion unserer Schafe, unserer Wolle, soll ja weiterlaufen. So, gefällt mir schon sehr gut. Zum einen ist die Mühle jetzt so ein bisschen abgetrennt. Und zum anderen werden unsere Sachen ordentlich eingelagert. So. Die Wolle kommt jetzt einfach direkt hier rein und wird genauso wie bei den Ballen auch hier auf diesem Display angezeigt. Zwei sind eingelagert, A2108 passen noch rein. Das ist viel. Das war's aber auch von dieser Folge und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder bei Landwirtschaftssimulator. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.